Hey Leute, ich bekomme oft Nachrichten mit der Frage nach Beweisen für Subliminals. Deswegen möchte ich euch heute einige eindeutige Beweise für die Wirksamkeit geben. Zuerst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass die Subliminals Einfluss auf das Unterbewusstsein nehmen. Das kann nur geschehen, indem man diese Nachrichten auf die Schwelle zwischen bewusster und unbewusster Wahrnehmung setzt. Das bedeutet, dass die Nachrichten da sind, aber nicht von unserem Wachbewusstsein identifiziert werden können. Sobald das gegeben ist, nimmt das Unterbewusstsein diese Informationen aber trotzdem auf und benutzt sie, um Veränderungen auszulösen. Nur so kann sichergestellt werden, dass wir nicht mit unserem Wachbewusstsein die Botschaften aufnehmen und so die Inhalte identifizieren und unwirksam machen. Die erste Frage, die man sich stellt, ist also, ob es diese unbewusste Wahrnehmung überhaupt gibt. Gibt es tatsächlich einen Bereich, in dem Informationen aufgenommen werden, ohne dass wir es mitbekommen? Genau für diese Fragestellung wurde 1986 ein Experiment von Dr. Kayser durchgeführt. Bei diesem Experiment wurden Menschen in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe hat Musik mit unterschwelligen Nachrichten bekommen, also Subliminals, während die zweite Gruppe nur die Musik bekommen hat, ohne weitere Suggestion. Beide Testgruppen wurden nun gefragt, vor dem Experiment ein Bild zu zeichnen und direkt danach. Nun erkannte man etwas Erstaunliches. Testgruppe 1 mit den maskierten Suggestionen zeichnete danach Bilder, die den Suggestionen ähnlich waren, die unbewusst abgespielt wurden. Bei Testgruppe 2 konnte man überhaupt keine Ähnlichkeit feststellen. Weder die Menschen aus Testgruppe 1 noch aus Testgruppe 2 wussten, welche Version der Musik sie bekommen hatten. Durch dieses Experiment wurde bewiesen, dass es eine unterbewusste Wahrnehmung gibt, auf einer Schwelle, die es trotzdem zulässt, diese Information aufzunehmen und an den bewussten Verstand zu senden. Das ist mittlerweile auch wissenschaftlich nachgewiesen. Das Spektrum unseres Hörens geht noch viel weiter, es verhält sich genauso mit unserer visuellen Wahrnehmung durch das Auge. Obwohl wir eigentlich viel mehr sehen, wird unser Sichtfeld auf die Mitte unseres Blickes fokussiert und der Rest verschwimmt. Das kennst du sicher auch, das, was du gerade anschaust, ist gestochen scharf, während die Seiten deines Blickfeldes nur noch unklar sind. Es ist dasselbe mit dem Hören, du hörst nur einen Bruchteil von dem, was du eigentlich wahrnehmen könntest. Es sind die Informationen, die für dich jetzt gerade am relevantesten sind. Nun gut, wir wissen nun also, dass es diese unterbewusste Wahrnehmung gibt. Jetzt ist die Frage, hat sie auch einen nachweisbaren Effekt? Hierfür wurde ein Experiment in Paris am Hospital de la Salpêtrière von dem Forscher Lionel Nakache und von seinen Kollegen durchgeführt. In diesem Experiment wurden visuelle Suggestionen gezeigt, die nur wenige Millisekunden wahrnehmbar waren und nur so von dem Unterbewusstsein aufgenommen wurden. Diese Suggestionen waren immer Triggerwörter für Ängste. Tatsächlich konnte man biochemische Veränderungen wahrnehmen und die Gehirnanteile, die der Angst zugeordnet sind, wurden aktiviert. Das bedeutet, dass diese Wörter eine Emotion durch das Unterbewusstsein ausgelöst haben. Dieses Experiment beweist, dass unser Unterbewusstsein nicht nur wahrnehmen kann, sondern diese Information auch verarbeiten kann, ohne dass es unsere Aufmerksamkeit dafür braucht. Kann man nun also auch gezielte Effekte bekommen? Für diesen Zweck wurde 1979 ein Gutachten für das Time Magazine erstellt. Hierfür wurden 50 Supermärkte 9 Monate lang dokumentiert. Diese Supermärkte hatten beschlossen, Subliminals über die Musiksysteme abzuspielen, um die Ladendiebstähle zu vermindern. Das Ergebnis? Ein Supermarkt sparte sich über 600.000 US-Dollar in diesem Zeitraum ein. Alle Kunden wussten nichts von diesem Experiment, also nahmen sie diese Suggestion auch nur unterbewusst wahr, ohne jemals davon zu erfahren. Selbst in dieser kurzen Zeit, wenn ein Kunde in den Laden kam, konnte man solche dramatischen Effekte spüren. Stell dir vor, wie es bei dir ist, wenn du dir deine Subliminals für deinen Zielbereich heraussuchst und täglich mehrere Stunden investierst. Das Ergebnis wird weitaus umfassender sein. Das sind 3 Beweise von einer Vielzahl, die es daneben gibt. Seit Jahrzehnten gibt es wissenschaftliche Studien mit Versuchsgruppen, die die Wirkung deutlich nachweisen können. Der beste Beweis ist und bleibt jedoch die Selbsterfahrung. Nur du für dich selbst kannst wirklich wissen, ob es funktioniert, wenn du es selbst ausprobiert hast. Jetzt hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du bleibst bei den kostenlosen Subliminals auf YouTube oder du schaust dir die Subliminal Bundles auf der Webseite von Energetic Eternity an. Diese haben deutlich umfassendere Skripte und den Anspruch, komplette Lebensbereiche zu verändern. Aus diesem Grund gibt es auch 20 verschiedene Bundles, je nachdem, was du gerade individuell benötigst. Wenn du deine Transformation jetzt mit 100% Geschwindigkeit starten möchtest, dann kann ich dir nur das empfehlen. Ansonsten viel Erfolg weiterhin, wir hören uns im nächsten Video.
und ciao.